Katiko ja za tobom. Pjevale bi usne, ali neće moja duša. Čak ni ona više, neće više da me sluša. Wenn Kroaten feiern, gehört Singen irgendwie dazu. Die melancholischen Klänge stammen von einem der Jagdführer, mit denen Markus Lück auf der Jagd war. Vor der Traumkulisse Adria durfte er bereits seine erste Gams strecken. Eingeladen wurde Markus vom Inhaber der Jagdagentur Forst Eibenstein, Jürgen Donhauser. Neben ihm und Markus ist auch noch ein Mitarbeiter von Forst Eibenstein, Raoul, und der Jagdführer Pavel mit von der Partie. Es geht auf den sogenannten Mähnensprenger, auch Berberschaf genannt. Das ursprünglich aus Afrika stammende Wild wurde hier bewusst angesiedelt. Im heimatlichen Nordafrika ist es in vielen Gegenden ausgerottet. In einigen Zoos ist es noch zu sehen. Hier oberhalb von Split wurde die Wildart vor mehreren Jahrzehnten ausgewildert, weil hier ein optimales Biotop vorhanden ist. Die nachhaltige Jagd schützt einmal mehr eine seltene Art. Der Duft von Wacholder liegt in der Luft und gibt der traumhaften Landschaft eine würzige Note. Die Jäger müssen oben über den Bergkamm und dahinter weiter. 800 Höhenmeter sind somit vorab zu überwinden. Da wollen auch noch andere hin. Distance, you can shoot. 250, 300, it's okay. Up to 300. With the lying position. It's okay. Or sitting behind them. Yes, okay, with the B-Pod it's no problem. Der weite Schuss ist hier die Regel, nicht die Ausnahme. Also hier im Mosorgebirge haben wir natürlich durch diese gebirgige Situation, durch die Situation, dass wir auch weite Aufstiege haben oder selbst auch bei einer Jagd, wo wir weiter unten jagen, Entfernungen von um 300 Meter, die der Gast sicher schießen können sollte oder muss, damit wir einen sicheren Jagderfolg auch gewährleisten können. Es ist nicht unbedingt möglich, sehr nah ranzukommen. Ein sehr fitter Jäger kann zwar vielleicht auch auf 100 Meter rankommen, aber nicht unbedingt ist das möglich. Andere Jäger müssen sehr nah herankommen. Die tarnen sich aber auch besser. Die Klettersteige wurden von Ziegenhirten angelegt. Wanderer sucht man hier vergebens. Wunderbar. Je mehr Schweiß man vergossen hat, desto schöner wird die Aussicht. Und es wird steiler. Ich habe immer gedacht, Gamsjagd wäre für mich das Anstrengendste, was ich vielleicht mal so mache. Da habe ich an Bergjagd extrem gedacht. Aber das war schon deutlich heftiger als die Gamsjagd, muss ich ehrlich sagen. Also wir sind nicht hochgefahren, sondern komplett hochgelaufen. Erstmal 1200 Höhenmeter nach oben. Und dann oben auf dem Grat sind wir dann über die Steine und das war schon heavy. Also das war körperlich, war das schon wirklich hart. Durch den Berg, durch die Höhe ist es hier immer feucht, auch wenn es heiß ist im Sommer, weil Meerwasser verdunstet und hier wieder runterkommt. Und deswegen ist hier alles grün. Ist gut für die Mähnenspringer und auch für anderes Wild. Auf der anderen Seite geht es dann zum Teil wieder runter und wieder rauf. 3 Tage, 3 Kreaturen zu jagen, muss man natürlich fit sein. Man muss damit rechnen, dass man einen Höhenunterschied von 1400 Meter überwinden muss in einem relativen Steilhang mit sehr schorf und kalkigen Gebirge, mit viel Dornenbüschen. Und die Aufstiege sind durchaus beschwerlich.
eine Strecke, die man auch zurücklegen muss, wird 10 Kilometer in der Regel nicht unterschreiten. Insofern ist es schon eine sportliche Veranstaltung. Diese Tour hat es auf jeden Fall in sich. Und bis jetzt haben sie noch nicht einmal das Haar eines Mähnenspringers gesehen. Es ist November und damit auch Brunft. Die Böcke stehen somit bei den Schafen. Wenn eine nicht führende Geiß dabei ist, will Raoul es probieren. Bei einem Bock ist Markus an der Reihe. Jagdführer Pavel mahnt die Jäger zur vorsichtigen Pirsch. Er ist wohl einer, der sich am besten mit dieser Wildart auskennt. Er schreibt seine Doktorarbeit über das Wild und seine Auswilderung vor Ort. Da, wo es steil wird, findet man das Wild. Obwohl die Böcke deutlich über 100 Kilo auf die Waage bringen können, bewegen sie sich behende im steilen Fels. Immer weiter geht es den Grat entlang. Man sieht den Jägern die gemachten Meter an. Pavel geht vor. Er hat per Telefon einen Tipp bekommen, wo sich eine Gruppe Mähnensprenger aufhält. Endlich kommen sie an Wild. Aber das hat die Jäger längst mitbekommen. Ja, wir hatten auch häufiger Mähnenspringer im Anblick. Also wir haben sie gesehen. Aber das ist unfassbar, wie gut die auch äugen und wie scheu die sind und wie gut die getarnt sind, trotz ihrer roten Decke. Also man meint immer, hier in dem grauen Felsen, da müsste man ein rotes Stück Wild relativ schnell sehen. Nee, also man muss schon sehr lange mit dem Glas suchen, um die zu finden. Das Jungschaf konnte die Gefahr wohl nicht orten. Aber das führende Altschaf hat die Jäger fest im Blick. Ein Pfiff und das Rudel flüchtet. Raoul kann seine Büchse wieder einpacken. Und ein Bock für Markus war gar nicht dabei. Die Jäger machen sich langsam auf den Rückweg. Die Sonne hat den Bergrücken schon erreicht. Und dann sind wir beim Abstieg auf noch einen Trupp Mähnenspringer gestoßen. Das war sehr, sehr spannend. Wir sind auf einem relativ guten Weg für das Gebirge nach unten abgestiegen. Das war angenehm zu laufen nach dem harten Tag. Und auf einmal hatte Pavel im Hang, auf der Hangseite, in der wir uns auch befanden, hatte dann einen Trupp Mähnenspringer gesehen. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Ich würde sagen, es waren 8 Stück oder sowas, so ungefähr. Und zu Anfang haben wir nicht gesehen, dass ein Bock dabei war. Und ja, und irgendwann hat Pavel dann entdeckt, ich meine, es wäre Pavel gewesen, dass da ein Bock bei war. Der war relativ unten. Geht jetzt nach links. Jetzt springt hoch. Wenn 3 Leute Tipps geben, muss man als Schütze erstmal Ruhe bewahren können. Denn der ganz links. Ja, der hochgeht. Das Haupt ist nach links. Das Haupt ist nach rechts hoch. Nach gerade oben. Ja, wenn das schwer steht. Yes. Ich habe mich dann fertig gemacht, das war alles relativ hektisch. Ich hatte mich dann an so einem Wegrand eingerichtet und hatte eine super Auflage mit dem Rucksack, mit dem Zweibein, dann da hoch. Entfernung war brutal, es waren 356 Meter gelasert. Aber die Auflage war super. Ich hab ja einen Probeschuss gemacht zu Hause, der war auf 300 Meter und das war super. Und deswegen habe ich mich da auch in der Situation getraut. Ja, genau. Und bleifreies Geschoss, gestreckte Flugbahn, das ging schon. Ja, und dann habe ich mich eingebaut. Ja, genau der.
geht er. Nein. Er guckt von uns weg. Jetzt. Dobra kop. Bra. Bra. Liegt. Yes. Liegt. Stopp. Was? 6 Uhr, es wird echt dunkel. Liegt. 10. Viele denken bestimmt, die Geschichte ist zusammengelogen. Es hat auf den letzten Drücker geklappt. Aber man sieht es im Licht an. Wir haben es jetzt wirklich 6 Uhr, also es hätte nicht mehr später sein dürfen, dann wäre es vorbei gewesen. Es hat echt noch geklappt. Sehr gut. Weit man's heil. Kalampur, weit man's heil. Ich habe ja gesagt, wir sind ja schon im Abstieg gewesen. Also wir hatten 18 Uhr oder sowas, wo wir auf dem Weg nach unten waren und wo wir sie überhaupt erstmal gesehen hatten. Dann kam das Ansprechen dazu, das Einbauen in die Schießposition und so weiter. Hatten wir 18:15, 18:20, Dämmerung weit fortgeschritten, Sonne war, glaube ich, sogar schon weg. Da habe ich geschossen und es wäre einfach nicht möglich gewesen, das Stück noch sicher zu bergen. Also es war, Mähnspringer stehen einfach nicht wie hier am Weg, sondern die stehen wirklich in brutalstem Gelände. Und aus Gründen der Sicherheit war das nicht möglich, den am Abend noch zu bergen. Wir sind dann gleich am Morgen, haben sich dann Leute auf den Weg gemacht und haben den Mähnspringer geborgen, weil die haben zu uns gesagt, vielleicht solltet ihr das lieber mal auslassen. Sonst ist das nämlich hier mit euch vorbei vielleicht. Der alte Bovide ist eine besondere Trophäe. Das imposante Haupt wird Markus immer an die Strapazen erinnern, die damit einhergingen. Wahnsinn, was der hier. Und ohne regelmäßiges Training wäre der Schuss über diese Distanz unmöglich gewesen. Die andere Gruppe hat einen wahren Urian erlegen können. Jürgens Frau hatte dieses seltene Weidmannsheil. Oh mein Gott, wie ein rotes Trivinus da. Und dann kann man das Herz auch verwerten. Er hatte an einem verletzten Lauf überlange Schalen gebildet. Ein Wunder, wie er auf 3 Läufen so alt werden konnte. Wenn man schon oberhalb von Split gejagt hat, muss man die Stadt auch besuchen. Wenn es um 6 Uhr dunkel ist, hat man Gelegenheit genug, die geschichtsträchtige Altstadt anzusehen. Der Volksmund nennt sie die Hauptstadt Dalmatiens. Der Begründer der Mähnenschafpopulation ist Miro. Er macht am Abend für die Jäger noch den Stadtführer. Die haben sie nicht eroben lassen. Klar, nach 2 Tagen waren die erledigt, ja, und erobert, ja. Aber die sind natürlich müde von der Pirsch und auch schon voller Vorfreude auf die anstehende Muffeljagd. Bei 3 Boviden in 3 Tagen ist der Muskelkater ein echtes Luxusproblem. Interessant ist, dass sich Gams und Muffelwild sowie die Mähnenspringer eigene Nischen gesucht haben. Die Anforderungen an das Gebiet sind so speziell, dass sie sich kaum begegnen. Wir haben dort den optimalen Lebensraum und deswegen treiben sich die auf diesen ungefähr 2000 Hektar am häufigsten rum. Manchmal vereinzelt kommen welche weiter, ne? Die beiden Jagdführer haben einen einzeln ziehenden Widder entdeckt. Mit dem Spektiv haben sie beobachtet, wie er talwärts zog. Nachdem er, ich weiß nicht, 300, 400, 500 Meter runtergezogen ist, haben wir uns dann abgemacht, sind dann unten ins Tal
und sind dort ausgestiegen und sind dann in den Berg eingestiegen und haben uns auf den Weg nach oben gemacht und sind ihnen dann quasi von unten entgegengelaufen. Es ist wieder Laufen angesagt, aber bei weitem nicht die Strecke vom Vortag. Hatten zu Anfang noch gute Deckung, verbuschtes Gelände, auch noch hinterm Hügel gedeckt und kamen dann nach 200-300 Metern Aufstieg, kamen wir über eine Hügelkante drüber und die Deckung war auf einmal weg und der Muffelwetter stand direkt vor uns, also was heißt direkt, es waren 320 Meter, aber er äugt direkt spitz zu uns, also er wusste genau, da kommt jemand. Der Muffel hat etwas bemerkt, aber er scheint die Gruppe nicht als Gefahr zu erkennen. Dass Markus gut schießen kann, hat er ja schon bewiesen. Er muss aber warten, bis das Stück breit steht. Ohne die Auflage mit Rucksack im Liegen und dem Zweibein unter dem Vorderschaft wären diese Schüsse ohnehin nicht möglich. Der Muffel steht wie in Stein gemeißelt. Und dann scheint er neugierig zu werden. Auf den Stich schießen, auf die Entfernung. Nee, mach ich nicht. Und dann tat der Widder uns tatsächlich den Gefallen und zog auf uns zu. Also der Jürgen Donauser und der Chiro, der Jagdführer, und noch der Jure, die haben sich auf den Rückweg gemacht. Also die haben dem Widder, wollten sie ihm vorgaukeln, so war zumindest mal der Plan von uns, vorgaukeln, da wäre vielleicht ein Stück Muffelwild oder ein Muffelwidder in seinem Revier und er sollte dann halt nachgucken kommen. Das hört sich vielleicht in der Theorie ganz toll an, aber es hat in der Praxis tatsächlich auch funktioniert, weil der Widder kam dann auch direkt auf uns zu. Und das teilweise im Laufschritt. Je geringer die Entfernung, desto sicherer der Schuss. Logisch. Aber breitstellen muss er sich trotzdem. Wenn er zu nahe kommt, wären die Äste im Weg. Markus' Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Was Markus mit viel Schweiß, Training und Einsatz am Berg gelungen ist, ist einmalig im Jägerleben. In diesen Tagen treffen sich seine gute Vorbereitung und die guten Bedingungen vor Ort. Ein imposanter Widder kam zur Strecke.
Ein einmaliges Erlebnis im November bei 20 Grad im Schatten. Heidmannsheim, Markus. Ey, das war. Ey, das war so unfassbar spannend. Ey. Ich glaube, wenn das noch 10 Minuten länger gedauert hätte, wäre ich umgefallen. Markus ist beeindruckt. Auch Jürgen Donhauser fällt ein Stein vom Herzen, dass alles geklappt hat. Heidmannsheim. Heidmannsheim. 220 Meter. Waren das nur 220? Ja, war gefühlt waren das irgendwie 400 oder sowas. Scheiße. Alles gut jetzt. Nummer 3 von 3. Jetzt zeigt sich nur noch, ob er seine Beute auch bergab bewältigen kann. Okay. Getragen wird auf kroatische Weise. Meine Mütze. Aber es dauert verständlicherweise nicht lange, bis das Bergen zum Gemeinschaftsprojekt wird. Man darf den Druck nicht unterschätzen, der auf einem Redakteur lastet, eine gute Jagd und eine gute Geschichte abzuliefern. Umso größer ist die Freude, wenn alles geklappt hat. Vor allem, wenn es dann Gegrilltes vom offenen Feuer gibt. Für Markus ist klar, dass er wiederkommt. Es soll nicht sein letztes Erlebnis in dieser wunderschönen Küstenregion gewesen sein.